Hallihallo Leute, wir sind wieder da nach einem kurzen Restart. Ja. Haben wir es wieder hinbekommen? Und da ist Clint. Oh. Ah, okay. Ich kriege jetzt nach und nach noch alle Sachen. Ich habe neuen. Oh, Moment. Hätten wir neue Sachen anpflanzen müssen bei den Kartoffeln? Wäre ganz cool gewesen. Oh, das haben wir irgendwie voll vergessen. Okay, er sagt mir, ich soll einen Schmelzofen herstellen. Suki. Kaffeebohnen ernten. Ja, Kaffeebohnen ernten. Gehst du die ernten? Ja, ich gehe. Alles gut. Ich hol irgendwas, was 8 Tage braucht. Oder weniger, vielleicht 6 Tage. Nicht so genervt, Suki. Du solltest nur Kaffeebohnen ernten. Nein, alles gut. Das klang gerade sehr lustig so. Ich hatte nur gerade Besuch. Du hast Besuch. Ja. Aha, wer besucht dich da? Kaffeebesuch? Oma. Deine Oma. Na, Oma hat reingeguckt ins Zimmer. Ja, liebe Grüße an deine Oma. Oma ist schon wieder weg. Wenn sie das nächste Aber Mal rein. Ich später. Ja. Sag hier, sie darf gerne auch mal mitspielen. Wir haben jetzt eine Farm, wo 9 Leute mitspielen können. Ja. Oma und Videospiele spielen. Fox, wie wär's denn eigentlich, wenn du die Zeit wieder weiterlaufen lassen würdest, damit ich auch mal bei Pierre rein kann? Oh ja, das wäre vielleicht gar nicht mal so schlecht. Ich glaube, du könntest es auch direkt schon auf um 9 stellen. Das würde mich auch nicht stören. Ja, aber das wäre ja Cheating. Das würde mich stören. Ah, das muss ich noch länger warten. Das würde dich stören, Suki, die du jetzt gerade irgendwie 2-3 Stunden und so weiter. Okay. Ja. Ich habe auch gerade Besuch bekommen. Deswegen kann ich nicht weiterreden. Oh, Fox, weißt du, was lustig ist? Nee. Der Baum wächst durch das Dach von deinem Pferdestall durch. Es ist ein Baumhaus. Ja, ja. Hast du, warte mal, hast du nicht mitgenommen, ne? Wen mitgenommen? Dünger hier. Achso, du warst ja eh noch nicht einkaufen. Nö, ich war noch nicht einkaufen. Müssen wir jetzt nochmal fürs letzte nochmal düngen? Das geht 8 Tage. Ja, nee, stimmt. Den Dünger sparen wir uns lieber für die nächste Saison auf. Eben. Ist ja erst 7.40 Uhr. Das ist super lustig mit dem Baumhaus, ja? Ist ja erst 7.40 Uhr, ja. Suki, hast du auch so viel Pech heute? Also ist bei dir auch ein Pechtag? Nö, ich hab Glück. Okay, dann ist das nicht für alle gleich, das ist sehr komisch. Feeling lucky, but not too lucky. Ja, genau, das hab ich auch. Ich hab heute. Vielleicht solltest du heute zu Hause bleiben. Tja, Leute, das wäre doch mal eine lustige Folge, oder? Ich bleib den ganzen Tag zu Hause. Schöner Geburtstag. Hey Pam, ich halte mal Pam noch ein bisschen auf. Suki, freust du dich gerade über die Vorstellung, eine Folge zu haben, wo ich den ganzen Tag zu Hause sitzen bleibe und nichts mache? Ja, wir hören heute auf unser Horoskop. Ich bleib zu Hause. Mhm. Würdest du dir angucken, die Folge, oder? Obwohl du dabei gewesen bist. Natürlich. Kann ich auch verstehen, würde ich auch machen. Pam ist auf dem Weg. Ja, wie viel Fläche haben wir denn da eigentlich? Ja. Wir müssen da holen. Ja. Hör jetzt einfach mal 300, das sollte reichen, oder? Ja. Da haben wir gleich noch für die nächste Season was. So, jetzt geht doch zu Robin. Für das letzte Pferd. Hoffentlich lässt du mich diesmal rein. Du nicht. Wenn die mich wieder nicht reinlässt, dann gebe ich auf. Dann packe ich das wieder in die Kiste zurück, das Zeug, und dann kann jemand anderes das Pferd kaufen gehen. Frei nach dem Motto, nee, du nicht. Guck mal. Danke, Leute, Robin. Oh. Ah, wir haben unsere uralten Samen nicht mehr gepflanzt, Marfi. Uralte Samen gepflanzt? Na, ich hatte im anderen Ding. Ja, hatten wir ein kleines Feld mit uralten Saaten. Oh. Ah, naja. Das bilde ich mal schnell nach, das geht schon.
So, letztes Pferd. Kommst du bei Robin rein? Ja, ich habe schon mir die ganzen Rezepte gekauft. Okay. Ich packe das letzte Pferd rein. Richtige Reihenfolge. Ich wollte es einfach dahin und gut ist. Miau, draußen fährt ein Auto lang so. Miau, warum die mal so racen müssen hier bei uns? Ah, wieder den Bug, dass ich das sieht. Vor Robins Hütte liegt noch ein Lost Book. Falls jemand ein Lost Book haben will, kann er gerne mitnehmen. Pack, ich kann es nicht einsammeln. Als ob ich sowas nötig hätte. All die Sachen, die ich nicht brauche, kommen hier erstmal rein. Nee, das Ding nicht. Da wir die nämlich ziemlich zeitig gepflanzt haben, warte mal, wie lange brauchen die denn? So. Und da wir ja mehrere davon hatten und da weniger gemacht haben, können wir uns die ruhig gönnen. Weil das sind ja alles die Sachen, die wir wirklich in klein hatten. Und guck mal, 77 sind übrig. Ja. Gar nicht so viel. Hätte ich auch gedacht, dass es mehr wird. Ich habe jetzt Kale angepflanzt. Ah, okay. Einfach weil ich es kann. Alle Hops und alle Hops. Tage. Wir hatten die ja auch am 1. gepflanzt, das heißt, ich werde sie am 28. / am, nee, eigentlich am 1. dann einfach auswachsen lassen. Dann haben wir es wieder so hergestellt, wie es ursprünglich mal war auf dem Spielstand. Ja, die brauchen halt einen Monat und dann tragen sie jede Woche. Eben. Deswegen habe ich versucht, darauf mal, weil ich wahrscheinlich auch auf meinem Switch-Spielstand im nächsten Jahr, einfach im Frühling, im ersten Frühling, 2 Junimo hat komplette Felder rundherum mit Ancient Fruits pflanzen. Ja. Und dann einfach das ganze Jahr nur noch ernten lassen. Das ganze Jahr, die tragen nur bis zum Sommer. Na, Ancient Fruits tragen alle Jahreszeiten. Sicher? Sicher. Übrigens, du kannst dann den ganzen Tag nicht einfach verschlafen oder so. Du musst irgendwas machen, weil die brauchen eine Weile die Junimos. Ja, das ist mir schon klar. Ich werde auch noch andere Sachen machen, wenn das. Zum Beispiel meine ganzen Schweinefarmen und sowas alles. Ich habe übrigens einen Kale vergessen. Stell dir vor, du hättest auf der Switch so eine riesige Farm. Die Übersicht da ist, glaube ich, noch ein bisschen schlechter dann. Aber dann kannst du auf jeden Fall nur noch auf dem Fernseher spielen. Stell dir mal vor, du hast jetzt irgendwie einen 60 Zoller UHD-Fernseher. Dann siehst du die ganze Map. Ich finde es viel cooler, die Idee, es gibt eine Möglichkeit, die Switch, auf der Switch Maus und Tastatur anzuschließen. Mhm. Das heißt, du kannst zum Beispiel bei Spielen wie zum Beispiel Splatoon halt übelste Vorteile haben gegenüber von anderen. Das haben sie neulich erst irgendwo erzählt, dass bei irgendeinem E-Sport-Event, ich glaube für Fortnite oder so, auf der PS4 dem Gewinner vorgeworfen wurde von einigen Leuten, dass er wohl mit Maus und Tastatur spielt. Das könnten sie aber nicht wirklich nachweisen. Aber ja, ich dachte mir auch so, Splatoon mit Maus und Tastatur wäre schon ziemlich witzig. Ja, es ist auf jeden Fall ziemlich cool, aber du
hast halt dadurch einen Vorteil gegenüber allen anderen. Ja gut, aber das heißt, wenn ich das machen würde, hieße das nur, ich habe nicht mehr ganz so viel Nachteil. Nee, das wäre immer noch nicht fair für mich. Oh. Ich spiele Splatoon nur, weil es Spaß macht, nicht weil ich gut bin. Mir macht es Spaß, weil ich gut bin. Nein, so gut bin ich nicht, dass mir das deswegen Spaß macht. Yes! Yes! Ich habe gerade ein Geräusch gehört und dieses Geräusch sagt mir, glaube ich, dass ich Level 10 bin. Habe ich das richtig verstanden? Nicht das da, das da. Yes! Sammeln Level 10! Na toll, das ist doch perfekt! Parfait ist das, parfait. Ist nicht was zu essen? Ich glaube, keine Ahnung. Dudelup, 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 Galoppchen. Galopp macht mein Pferdchen. Gucken wir mal. Achso, geht ja noch nicht, okay. Ich hab's ja noch nicht ausgewählt, ich bin auch dämlich. Dämlich bin ich. Auf geht's zum Bett. Jo. Dauert zwar noch eine Weile, ehe ich da bin, aber... Ha! Kannst du mal bitte aufhören, dich rumzuteleportieren, Katze? Sie war gerade unten im Feld, ich habe sie gestreichelt, wollte hoch, aber die Treppe, wo sie normalerweise steht, drüber reiten, auf einmal steht sie wieder vor mir auf der Treppe. Du kommst ja nicht durch. Die Katze so. Ne, 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 ne. Ich finde schön, dass wir die Crabpots einfach komplett ignorieren. Ja. Irgendjemand sollte die mal sammeln, damit er die Fische haben für die Dings, aber... Ja, das wäre vielleicht jemand, der noch nicht Fishing Level 10 hat. Oder jemand, den es interessiert. Oder jemand, der nicht die ganze Zeit in der Mine ist. Also niemand von uns. Richtig. Okay, das ist ja quasi niemand von uns, stimmt. Wir brauchen noch jemanden. Jemand, der noch jemand. Also, wenn jemand von euch nicht den ganzen Tag in der Mine ist, Fishing noch nicht auf Level 10 hat und ihn interessiert, die Fishing-Pots zu lernen, bitte meldet euch. Bewerbung bitte. Auf Twitter bei BloodyFox13. Bewerbung bitte mit Lebenslauf und Foto an meinen Twitter-Account schicken. Lade es in eine ZIP-Datei und schickt mir das als PN auf Twitter. Und da kommt wirklich jemand älter. Ich würde, glaube ich, ausrasten. Wir wollten uns eigentlich zwei Schweine kaufen und eine Umfrage machen, wie die was? Heißen. Ja, so genehmte Haus... Was? Was? Was hast du? Da war kein Pferd. Welches Pferd hast du umbenannt? Eins, was hier stand. Moment, Suki hat jetzt ein Pferd? Also eigentlich habe ich den Stall heute erst geklaut. Also eigentlich habe ich den Stall heute erst einen Auftrag genommen. Gegeben. Aber ich glaube, der zählt jetzt schon. Es gibt drei Ställe. Alle anderen sind schon belegt. Also kannst du das Pferd. Wow. Und ich kann Level 10 Farming nochmal auswählen? Okay. Level 10. Wähle einen Beruf, Botanist oder Fährtenleser. Natürlich Botanist. Jetzt lohnen sich auch die Sommersaaten, Herbstsaaten, Wintersaaten und so weiter. Richtig doll. Wow. Hast du das Pferd? Nee. Ich glaube, ich habe einfach nur so also ein meistens laut eben. Foxpferd. Pierre möchte einen Teller Sashimi. Das ist eine Katze. Kann ich schon Sashimi machen? Ich glaube nämlich nicht. Wieso dich dafür nicht mit jemandem angefreundet haben? Ja, Linus. So. Tja, das dachtest du. Ich gehe heute auch mal in die Mine. Du kommst mit mir? Ich sollte eigentlich nicht. Aber? Er möchte mal einen Tag mit dir verbringen. Oh. Ich hab eine Obsidian Edge und eine normale Pickaxe. Ich sollte eigentlich nicht. Okay, wir wissen, wer wieder gleich abkratzt.
bring dir wenigstens was zu essen mit. Nimm einen Käse mit, reicht das? Nein, ich werde jetzt mir Kupfer nehmen und dann werde ich zu Clint gehen und einfach meine Spitzhacke upgraden lassen. Mhm. Schicker Hut. Dankeschön. Oh, ich habe immer noch keinen Hut. Stimmt. Oh, jetzt geht's los hier mit dem Iridium-Erz. Aber wenn ihr so viel Iridium-Erz habt, können wir damit ja bereits Geld machen. Naja, auf jeden Fall lohnt es sich mitzunehmen zu Clint, wenn man was upgraden will. Noch ist es ja nicht so viel. Noch nicht. Die Frage ist nur, haben wir genug Kohle? Das ist halt die Sache. Die können wir uns dann kaufen, wenn wir so viel Iridium-Erz haben. Oder aus Holz machen, wenn wir sehr viel Holz bekommen. Jetzt müssen wir also der Baumfarm erstmal loslegen. Ja, dann muss ich die wahrscheinlich noch größer machen. Ich finde es schade, dass man die Louis-Statue nicht schon kriegen kann, bevor man die Note hat. Hallo, die Schöne! Gott, die Liste steht da ganz super. Stell dir mal vor, wie das abgeht dann, mitten in der Nacht. Louis kommt mitten in der Nacht zu der Kiste, will das machen und sieht auf einmal eine Statue von sich selbst da stehen. Aus Gold, aus purem Gold. Ja, das interessiert ihn nicht, solange es nicht in der Stadt steht. Hallo Schöne, wie geht's denn so? Bam, badam, bam, bam, bam. Ich könnte Mining und Kämpfen hochpushen. Ja. Naja. Dazu solltest du aber eher. Ich hab gar keine Pickaxe mehr. Gute Grundlage. Dann vielleicht nicht. Gute Grundlage, würde ich sagen. Ich werde mal Hardwood holen gehen. Das ist gut, ich brauch's jetzt nicht mehr jeden Tag holen. Ich hab nämlich Sammeln noch Stufe 6 schon, dann kann ich es doch so hochziehen. Geistig, naja. Meinst du bist verrückt? Das ist immer gut. Und was hat's denn mit deinem Hintern auf sich? Jetzt bin ich natürlich neugierig. Ich treibe jetzt Mining hoch, indem ich einfach meinen Tag auf der Quarry verbringe. Die ganzen Steine abbaue für einen Erfahrungspunkt. Zum Glück brauche ich ja nicht noch... Könntest du nicht einfach Bomben mitnehmen? Könnte ich. Aber das wäre ja nicht so witzig. Das würde zu schnell gehen. Eben. Mit Bomben Mining mein gehen ist sehr witzig. Oh. Also, ja. Geprelltes Steißbein, ja, auch. Das hatte ich vor irgendwie 10 Jahren oder so mal. Fand ich nervig. Ne, es muss noch länger her sein. Boah, ich bin schon alt. Nee. Auf jeden Fall, und zu wenig Schlaf, das kenne ich auch irgendwo her. Suki, Wadrak, habt ihr auch Schlafprobleme zurzeit? Was ist Schlaf? Nö. Stimmt, Wadrak hat keine Schlafprobleme, er muss nicht schlafen. Ja, nee, ich habe auch mega unruhigen Schlaf, beziehungsweise... Erstmal das Einschlafen bei dem Wetter. Das ist immer etwas nervig. Ein Traveling Merchant gibt es übrigens nichts Tolles. Ja, same, same. Also nein, bei mir noch nicht, sondern fast. Ja, der hat eine Rare Seed, die kannst du mitnehmen. Nein. Doch, oh. Hattest du nämlich irgendwo eine Baumfarm angepflanzt gehabt? Achso, nein, das ist ein neuer Spielstand. Verdammt. Ich hatte eine Baumfarm angepflanzt, aber halt Nein, du hattest ja früher woanders eine angepflanzt auf einem anderen Spielstand. Stimmt, oben bei den Gleisen, aber so viele Seeds hatten wir nicht mal mehr. Oh. Tja, das ist natürlich schwierig. Eben, aber du, ansonsten lädst du uns auf die Kirmes ein? Also nur mal so gefragt.
Wobei, ich weiß nicht, ich mag... Kirmes ist lustig, da kann man schön tanzen. Ich weiß nicht, ob ich Kirmes mag. Ich mag Kürbis, ja. Oh, ich möchte mal wieder eine gute Kürbissuppe essen. Falsche Jahreszeit, Fox. Stimmt, wir haben erst Frühling. Außerdem, mir ist es egal. Ich meine, ja, es ist Juli, aber ich möchte auch schon wieder Weihnachtslieder hören. Warum tust du es nicht? Es ist noch Juli und meine Mitbewohnerinnen werden mich erschlagen, wenn ich jetzt lauthals Weihnachtslieder plärre. Wird Zeit, dass sie zurückziehen. Verständlich. Also, das mit den 30 cm längeren Armen, dass du da rankommst, das finde ich jetzt sicherheitstechnisch ein bisschen bedenklich, aber ansonsten Riesenkettenkarussell. Marvi, erinnerst du dich noch daran, als wir damals auf dem Weihnachtsmarkt am Alexa waren? Ja. Das war ein schönes Kettenkarussell. Du bist damit gefahren, aber du bist nicht damit gefahren. Hä, mit dem Kettenkarussell bin ich gefahren. Bist du? Ja. Ich bin nicht damit gefahren. Du bist nicht. Chris, Anna und Justin damals noch sind da mitgefahren und die saßen noch hinter uns. Nee, Justin nicht. Ich glaube, Tintje ist mit und die haben dann hinter uns gesessen. Die meinten, meine Haare haben so schön geweht. Das kann ich mir tatsächlich vorstellen. Aber ja, ich mag Kettenkarusselle. Und Karussels. Bonsoir. Die mag ich auch. Irgendwer hat den ganzen Wald abgerodet hier. Ja, ich. Ich sammle Holz. Für die Kinder in Afrika. Nee, weiß ich nicht. Vielleicht doch einfach nur für uns. Hier ist auch nichts mehr an Holz. Na doch, so ein kleines, aber. Willst du Erfahrungspunkte farmen für Sammeln? Ja. Ach, hier ist noch ein Baum. Ich lasse dir ab jetzt alle Bäume. Ich werde im Sommer einfach Sommerseeds anbauen. Die dann sammeln. Die sollte eigentlich ich sammeln, weil sie bessere Qualität haben. Ja, aber du kriegst keine Erfahrungspunkte dafür. Nein, aber wir kriegen mehr Geld dafür. Und zwar das Doppelte ungefähr. Ja, aber ich kann die einfach noch mehren dann, mit dem, was ich gesammelt habe. Und das ist Geld egal. Das stimmt. Ich mache dann die letzte Ernte. Ich glaube, die brauchen eine Woche. Einfach Schweine kaufen. Trüffel sammeln kriegt auch pro Trüffel 7 Erfahrungspunkte. Ja. Naja, ich meine, wir können Summerseeds machen. Und die ganzen Summerseeds, die du sammelst, verdoppelst du dann und die letzte Ernte sammle ich einfach ein. Und verkaufe sie dann. Aber das ist die größte Ernte. Eben, aber bis dahin hast du vielleicht Sammeln schon ziemlich hoch. Also ein ganzes Gewächshaus voll bringt irgendwie 700 Erfahrungspunkte, das ist nicht so viel. Ja, du warst ja nicht im Gewächshaus. Du überleg mal, wie viel Platz wir haben. Ja, dann müssen wir mal Peridium-Sprinkler bauen. Übrigens, Schöne, wie sieht's denn aus? Stardew Valley. Kennst du das Spiel oder bist du gerade zufällig hier reingeraten? Spielst du selber? Erzähl mal was. Ja, so prinzipiell bin ich da ganz auf deiner Seite, aber ich mag trotzdem Kettenkarussell. Also, deine Argumente sind gut, aber Kettenkarussell. Aber Kettenkarussell. Das ist tatsächlich sowas wie ein Riesenrad oder ein Kettenkarussell oder so. Das ist der einzige Grund, weshalb ich auf eine Kirmes gehen würde. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin jetzt nicht so ein Waffenfanatiker oder so, aber ich mag das Zielschießen. Da bin ich ein Riesenfan. Luftgewehrschießen, das ist super. Ja. Wobei ich auch niemals irgendwie Amok laufen würde, weil da muss man auf Menschen schießen und die bewegen sich ja. Da schieße ich lieber auf die kleinen Plastiksternchen. Die treffe ich wenigstens. Ich kann die Metallzäune nicht machen, wie die im Weg sind. Ich habe keine Spitzhacke. mein herzliches Ballkleid, ich mach dir die weg. Ich habe ja Sukis Spitzhacke. Ach nee, das ist ja deine. Oh. So, will ich einen Stone Floor oder will ich einen Stepping Stone Path? Suki, das wollen wir vor unserem Haus haben. Wo soll die? Ach, die da sollen weg. Ich habe keine Ahnung, wie was aussieht. Mach einfach das erste. Bestimmt super. Ich kann Mafi jetzt richtig ärgern. Wenn du jetzt das Tor zumachst, die Häuser, beide Türen. Wir schlafen alle beide in deinem Bett, ich sag's dir. Nee, Suki hat ja eine Spitzhacke. Warte,
Ich setz immer wieder runter. Ah, okay. Also doch schon jemand, der von Anfang an dabei war. Dann bist aber du... wir könnten trotzdem alle eine Übernachtung machen bei Fox. Und das könnten wir theoretisch. Ich weiß noch nicht, ob ich bei Fox übernachten will, aber... Du bist im Weg gelaufen. Ja, ich war schon längst weg, aber egal. Nee, so lange bin ich dann doch noch nicht dabei, muss ich sagen. Aber guck dir unsere riesige Farm an. Modding sei Dank haben wir eine leicht vergrößerte Farm. Ganz, ganz, ganz leicht. Leider kann ich nicht noch weiter rauszoomen. Ganz, ganz leicht. Ganz, ganz leicht. Vergrößerte Farm. Ja, Evo liegt ja ganz ziemlich gut am Teleport. Ja, ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Seit irgendeiner dieser neueren Generation. Ich bin irgendwie bei der siebten ausgestiegen, also. Wobei ich auch versuche, wieder zur achten einzusteigen, also. Ich fand nur Mond nicht so gut. So, ist schon wieder Schlafenszeit, ne, Leute? Suki, wo bist du? Bist du schon da? Ich bin dabei, ins Bett zu gehen. Ah ja, okay. Dann war direkt nicht auf OK drücken. Ja, ich hab's gemerkt. Ich halte meine Hände nach oben. Weg von der Tastatur. Ja, ja, es teleportiert sich tatsächlich immer der Vardrag in den Weg. Einfach weil Trollolol und so. Trolle hat man nicht nur in der Antike, in irgendwelchen mythologischen Sachen, sondern auch im Internet. Aber das ist eine andere Geschichte. Ja. Dann würde ich sagen, Leute, war es das für heute auch schon wieder. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dahin und tschö, tschö. Ciao. Tschüss.